Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor kurzem haben die E.ON... Ach Quatsch, ich bin doch hier gar nicht bei der Tagesschau. Was sind denn das hier für Zettel? Naja, so, Zettel beiseite. Wo bin ich? Ach ja, willkommen zurück bei Stellaris. Das ist ja hier das Richtige. Bei dem, ja, etwas aufgesplitteten Nordoron-Reich. Dank dieser, die wir aber ja schon integrieren. Dank dieser Leute. Der Combined Ideon Colonies. Gut, mit denen können wir auch einfach. Gehören die jetzt noch zu uns oder nicht? Achso, hat eine Botschaft. Jetzt habe ich es. Ja. Natürlich. Vasalisierung wollen die natürlich nicht. Klar. Ich kann natürlich gegen die Krieg führen. Und mir das Land dann zurückholen, ne? Ja, das hier umgeben immer noch tierisch auf den Nerven. Dass wir hier die Kibomoden Progenitors Paragier weggeschnappt haben, sozusagen. Dass ich jetzt hier nicht mehr hin und her fliegen kann. Kurz und knapp müsste es das sein. Was in den letzten Folgen so passiert ist. Hier muss ich immer noch gucken, was das hier alles so bedeutet, ne? Aber okay, das wird noch kommen. Wo haben wir denn den Planeten? Da. Es geht auf jeden Fall besser mit der Oberfläche hier. Sie sind nicht mehr ganz so unzufrieden. Mittendrin ein Leon. Mittendrin ein einziger Vogel. Schön. Also die große Flotte steht in Iblen. Ihr steht beide in Penkar. Und werdet mal bitte zusammengefasst. 4332 1044. Ja, ohne Scheiß. 4332 mit zwei Schlachtschiffen so viel? Oh Gott. Okay, 4332 1044. Und zwei. In Penka. Kreuzer. Nein. Doch. Schlachtschiffe. Die hatten wir von den anderen bekommen. Wir können die noch gar nicht, stimmt das? Das ist die Flotte von denen, die wir eben übernommen haben, ne? Wir können das nämlich noch gar nicht. Oh, schön. Jetzt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Er ist ja schon ziemlich mächtig so. Und was natürlich nicht heißt, dass sie nicht noch mehr mit dazu kriegen kann. Ich habe gesagt 10, 4, 4. Also kriegt er noch einen Zerstörer. 6 Korvetten. Und wenn dieser, wenn die hier sich mal nach dort bequemt, kann ich hier noch 2 Kreuzer bauen. Die ich dann auch nach hinten schicken werde und dann, ja, ist die Flotte schon stärker als jemals zuvor. Glaube ich. Ich hoffe, dass das von den Schiffspunkten her passt. Von der Flottenkapazität. Ja, und danach hole ich mir das Gebiet einfach durch Krieg wieder. Ich kann ja mal so tun. Was haben wir denn? Wir würden nicht mitmachen. Ja, gut. Ja. Wenn natürlich wirklich alles ist, was die haben.
Wenn das hier wirklich alles ist, was die haben, dann ist das wirklich erbärmlich. Könnte ich selbst mit denen schon mal nach dahin fliegen? Ach, da bin ich ja praktisch schon. Ah, hier gibt es halt eine Militärstation. Wo gemerkt war, es war ja mal meine. Das ist, auch noch meine, ne? Haha, es ist auch noch meine Verteidigungsplattform. Okay, die möchten. Ja, ich werde trotzdem mit euch Krieg führen. Das hat sich jetzt nicht so viel daran geändert. Oh. Incoming Transmission. Ist jemand. Achso, klar, der ist für Waddles Ruby Planeten. Ach, der hat einen eigenen, weil der ja. Nicht unserem Volk gehört. Okay, Handelsmigrationszugang von Mythfell Commonwealth. Jo, sagen wir doch mal ja. Einfach so. Ist doch nicht so schlimm, denke ich mal. Ist doch mal ganz nett. Wie wollen wir jetzt mit uns handeln? Die wollen wenigstens was von uns. Ah, okay, mehr Schiffe darf ich gar nicht bauen eigentlich. Das würde zu viel kosten. Ich bin jetzt bei Maximum. 42 von 42 hier angelangt. 82 von 82. Wie zur Hölle komme ich jetzt gerade auf 42? Walmanax Gardens hat Boko Sharon Kingdoms den Krieg erklärt. Walmanax Guardians gegen Boko Sharon Kingdom. Sind die echt so stark? Sie sind uns gegen uns beide überwältigend. Ja, unsere Flotte ist ja eigentlich überhaupt nicht groß genug für irgendwas, aber. Naja, was will man tun, ne? Na, nachdem ihr euch da zusammengefunden habt. Ey, wieso kann ich jetzt gerade keinen Kick machen? Wegen der Botschaft? Ey, Leute! Ich will Krieg gegen die führen. Hm. Liegt das daran? Nein, da muss ein Raum aufgebaut werden. Aha. Haben die den teilweise vernichtet? Ich hatte doch hier schon einen Raumhafen. Irgendwas mit Energie abzugraden irgendwo. Aha. Schaut mal, baut euch doch mal ein Kraftwerk dahin. Haben wir schon eine Grenzklinik? Scheint nicht so, ne? Dann kriegt ihr auch noch eine Grenzklinik. Bitteschön. Ein paar von den Forschungsschiffen unten könnte man auch theoretisch dran geben. Ja, das hier zum Beispiel. Weil da haben wir nur noch eins, ne? Ah, grünes Schiff. Ja, ich wollte mir den Planeten hier oben schnappen, ne? Oder? Oder? Bewohnbarkeit für Salome. Ah, eigentlich eher Bewohnbarkeit für mich.
Na, ich lasse das mir erst. Ich mache erstmal noch hier unten die Schlacht. Wie lange dauert das denn eigentlich noch? 3 Monate. Jo, damit kann ich durch das Leben. 3 Monate in Trennung kann ich noch leben. Und danach wird das Nordrhein Reich wieder vereint sein. Entschuldigung. So, jetzt geht's mir wieder besser. Warum ist jetzt wieder so schlecht? Ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Zu viele Planeten. Ja, das macht ja nichts. Und Arbeitslosigkeit, aber auch das macht nichts. Ihr kriegt hier auch eine Grenzlinie hingesetzt. Jawohl. Und du nimmst auch noch mal einfach eine Hydrokulturfarm. Jetzt können wir auch wieder mehr Schiffe. Achso, wir haben jetzt auch wieder mehr Schiffe. Wenn wir hier noch die 11 Korvetten. Schön. Aber das heißt, der Planet war jetzt per Kart, ne? Also dieser Nikash-Planet. Oder Nikash. Würde ich sagen, packen wir den. In einen Sektor, und zwar in den Butok. Sektor verwalten. Na, stimmt die Planetenanzahl wieder? Ah ja, interessant. Interessante Bauweise, okay. Immer noch Minus an Credits, an Energie-Credits. Ja, kommt gleich. Müsste das denn nicht eigentlich... Es gibt bereits einen. Ja, dann greift ihn mal an, ja. Oder kann man das nicht? Dann bauen wir nach dahin schon mal eine Bergbaustation. Construction complete. Dann bauen wir nach dorthin eine Bergbaustation. Und da. Ich werde das. Ne, immer. Ich werde das jetzt oben nicht mehr so ganz so braun ist, aber es ist immer noch im Raumbereich von denen. Construction complete. Aber nicht mehr lange. So. Dann muss ich mein Kolonieschiff erstmal losschicken. Ach, das kostet übrigens auch so viel. Research complete. Ah ja, und unterschätzt natürlich. Herrschaft Xenos erlaubt.
Neue Forschung. Anführerlimit. Nehme ich erst einmal. Das dürfte im Moment wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen. Die Arena Welt ist bestimmt hier für meine Kollegen, ne? Ja. Habe ich denn Arena Welt? Ja, ne, das kann ich natürlich. Schön. Da haben wir sogar zwei Arena Welt mit einer 85%. Wenn man das natürlich nach hier oben hin macht, kriegt man nochmal ein neues. Nein, das war ja nicht die, das war ja. Hä? Ach, das war da. In Dontau. Ja, gut. Sagen wir mal so, wenn ich dann hier unten, dann kann ich den Sektor noch mit hinzufügen. Auf jeden Fall war ich mit die hier oben vorbei. Der ist Größe 12. Die haben 12 und 25. Mhm. 25er Planet. Oh, da lebt auch schon jemand drauf. Klar, da leben wir die drauf, die wir beobachtet haben. Machen wir natürlich wieder Minus, das ist mir durchaus bewusst. Okay, ein Konstruktionsschiff von den beiden kann aber weg eigentlich. Nein. Einfach von den Konstruktionsschiffen, meinte ich. Ja. Jetzt warte ich ja halt darauf, dass das jemand hier wieder in unserem Besitz übergeht, vielleicht. Weil es ist, ehrlich gesagt, es ist doch genau auf der Grenze, oder? Geht ja immer in Niemandsland über. Glaubt mir, Leute, irgendwann gehört es mir. So, wie sieht's hier aus? Aha. Inaktives Gebäude. Ach, da. Wohin migriert der? Kvrakok. Kann ich irgendwo suchen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Ich dachte halt, er hieße so. Kvrakok, aber ist auch egal. Kvrakok. Ah ja, so ein von den beiden auf jeden Fall. Dann denke ich mir eher zu Mythfeld Sovereignty. Kann man das Handelsabkommen irgendwie ändern nochmal? Fünf Jahre nämlich noch.
Xenoforscher auf Ekrit haben der lokalen Gesetzgebung einen offenen Brief geschickt. Sie führen plausible Gründe dafür an, okay. Diese Hochtrabenden sind wichtig zu ignorieren. Machen wir lieber das. Moment, machen wir minus 24. Tja, und die Leute wandern ab zu einem anderen. Mittlerweile kann ich mir die Propaganda-Übertragungen wieder leisten. Für 10 Jahre, das heißt, es wird jetzt ein bisschen besser. Und nach deinem sind ja schon die Geon Variatus unterwegs. Jetzt mache ich nach hier, jetzt packe ich nach hier gerade aber unsere Geon, ne? Oder? Kann das sein? Man kann doch immer auswählen, wenn man das Schiff baut. Habe ich aber gar nicht. Also habe ich damals wahrscheinlich gemacht in der letzten Folge. Oh oh. Na, ich schaue es mir mal an, sonst muss ich die halt ganz schnell alle umsiedeln. Von Perkard aus, was ich ja nicht kann, weil es ja nicht mehr zu mir gehört, ne? Man, einfach den Planeten anklicken, das reicht. Kann ja nicht, wenn er nicht mir gehört. Ach, verdammt. Waren nicht alle Zufriedenheit minus? Also wegen kürzlich erobert worden. Ja gut, das geht ja dann auch wieder weg. Aha. Du bist Fellvogel. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo eine ansiedelt. Hier wahrscheinlich nicht, aber auf anderen Welten. Lass das doch wahrscheinlich sogar nochmal passieren. Empire minus 10. Was ist das nochmal? Das haben wir im Moment wieder alle. Ach, verdammt, was war das nochmal mit dem Empire minus 10%? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr, Leute. Na, lief jetzt nicht so gut. Habe ich mich hier vertan mit dem Schiff? Habe ich nicht darauf geachtet? Ja, und das mit dem minus 10% verstehe ich halt immer noch nicht. Das bleibt dabei. Empire minus 10%. Ich glaube, ich hatte es schon mal verstanden, aber danach war es auch schon wieder, der Gedanke ist weg. Ich weiß nicht, was das ist mit dem minus 10%. Oder war das, weil wir jetzt einen Planeten zu viel haben? So sei es. Wunderbar. Jetzt können wir Ihnen auch den Krieg erklären. Und das, meine lieben Freunde, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Die Zeit ist nämlich schon wieder vorbei. Ich melde mich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Krieg gegen die Divine Geon Foundation und wir holen uns das Land zurück. Bis dann, euer Nordoron.